Sie haben sich für den automatischen Schmierstoffgeber Concept 1 von Schaeffler entschieden. Damit sparen Sie nicht nur Arbeit. Sie wissen auch, dass Ihre Anlagen und Maschinen zuverlässig und kontinuierlich mit Öl oder Fett versorgt werden. Doch jeder Schmierstoff ist irgendwann aufgebraucht. Es ist an der Zeit, Ihren Schaeffler Schmierstoffgeber nachzufüllen. Trennen Sie den Concept 1 vom Verbindungsstück und nehmen Sie den Deckel, die Skalenscheibe und die Antriebseinheit ab. Sie kennen dies bereits von der Erstbefüllung. Diesmal sollten Sie den Schmierstoffgeber auch auf mögliche Beschädigungen prüfen und ihn sorgfältig reinigen. Nehmen Sie die Nachbefüllung in einer staub- und schmutzfreien Umgebung vor. So vermeiden Sie eine anfängliche Verunreinigung des Schmierstoffs. Schieben Sie nun den Kolben zur Endposition. Setzen Sie den Concept 1 auf den Füllstutzen der Fettpresse und pressen Sie den Schmierstoff in die Kartusche. Sie können sowohl einen Schaeffler Acanol-Schmierstoff als auch Fette oder Öle anderer Anbieter nutzen, sofern diese die nötigen Eigenschaften besitzen. Nehmen Sie den Schmierstoffgeber von der Presse und verschließen Sie den Schmierstoffauslass mit der dazugehörigen Verschlusskappe. Bringen Sie nun die neue Antriebseinheit auf der Oberseite an. Richten Sie die Skalenscheibe auf 0 aus und setzen Sie diese auf die Antriebseinheit. Befestigen Sie zuoberst den Deckel. Schreiben Sie zuletzt das Abfülldatum auf den Schmierstoffgeber. Sie können die gefüllte Kartusche nun lagern oder direkt wieder einsetzen. Aktivieren Sie den Schmierstoffgeber, indem Sie auf der Skalenscheibe die gewünschte Spendedauer einstellen. Dazu benötigen Sie nur einen Schraubenzieher oder eine Münze. Schreiben Sie auf die Kartusche auch das nächste Austauschdatum. Verfahren Sie genauso, wenn Sie die Kartusche nach dem Lagern wiederverwenden. Weniger Verschleiß für Ihre Maschinen und weniger Arbeit für Sie. Mit Concept 1, dem automatischen Schmierstoffgeber von Schaeffler. Und alles läuft, weil geschmiert.